Der Ablauf des Kassenabschlusses. Mein Name ist Manfred Stuhldreier. Herzlich willkommen bei GBS TV. In dieser Folge möchte ich Ihnen den Ablauf eines Kassenabschlusses zeigen. Ich möchte Ihnen zeigen, welche vorbereitenden Arbeiten es gibt und wie der eigentliche Abschluss funktioniert. Auch die Benutzung der Kassenbuchblätter sind ein Teil dieses Videos. Ich befinde mich im Hauptmenü von GEWIS NAV ERP. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir einen Kassenabschluss durchführen und Kassenbuchblätter benutzen. Eine kurze Voraussetzung: Ich befinde mich in einer geöffneten Parkkasse mit 100 Euro Wechselgeld. Um Ihnen einmal das Einzahlen in die Barkasse durch einen Barverkauf zu zeigen, werde ich einen Verkaufsauftrag anlegen, werde als Debitor Barverkauf wählen, kurz die Referenz Bar eingeben und einen Artikel eingeben. Ich habe mir dort vorher einmal Holzkit ausgesucht und ich nehme die Menge 10 Stück. So, damit sehen Sie rechts, das wird ein Betrag inklusive Mehrwertsteuer von 66,35 Euro. Das soll es jetzt sein. Ich drücke F9 und Sie sehen, beim Barverkauf kann ich nur Barverkauf buchen. Das tue ich. Und nun muss ich mich an der Kasse anmelden. Ich gebe mein Passwort ein. Die Parameter vorher wie Kassenladencode und Mitarbeiter-ID, die sind nach dem ersten Einstellen an meinem Arbeitsplatz eigentlich immer so eingestellt und bleiben vorgeschlagen. Ich gebe dort das Passwort ein, ich melde mich an und Sie sehen, ich befinde mich in dem Fenster Barverkauf und kann auch hier unten die Eingabe öffnen und Sie sehen, er erwartet, dass 66,35 Euro gegeben sind. Ich mache einmal eins, er gibt mir 80 Euro und zwar in bar und damit bekommt er 13,65 Euro zurück. Das zahle ich ihm aus und damit habe ich jetzt 66 Euro in der Kasse eingezahlt. Sie sehen, es wird jetzt der Barverkauf gedruckt. Es wird einmal am Bildschirm gedruckt als PDF. Hier sehen Sie den Barverkauf. Hat auch Rabatt bekommen. Sie sehen, die Zahlsumme war 66,35 Euro, wobei hier unten auch bar gegeben und bar zurück eingetragen ist. Gut. Das war die eine Geschichte. Jetzt haben wir die Kasse mit einem Bareintrag gefüllt. Jetzt möchte ich Ihnen einmal noch das Kassenbuchblatt zeigen. Und zwar Kassenbuchblatt braucht man dafür, wenn man Geld entnehmen will, zum Beispiel für Porto oder Bewirtung. Oder wenn Kunden kommen und möchten eine Rechnung, die sie erhalten haben, bar bei Ihnen bezahlen. Dafür sind die da. Ich gehe dafür einmal hier oben rechts in die Schnellsuche, schreibe dort Kasse und Buch und Sie sehen, es wird mir sofort... Und es wird mir, na, man sollte Kasse auch richtig schreiben. Das tue ich dann mal. Dann sehen Sie auch sofort Kassebuchblätter. Und sofort bin ich in der Anmeldung zum Kassenbuchblatt. Ich muss mich auch dort ganz normal mit meinem Kennwort anmelden. Wenn ich das getan habe, lande ich im Kassenbuchblatt. Und Sie sehen, Sie können dort jetzt pro Zeile eintragen. Ja, Buchungsdatum, heutiger Tag. Die Postenart, ja, Einzahlung, Abschöpfung, Auszahlung. Ja, Einzahlung halt, er kommt, er zahlt bar eine Rechnung ein, der Kunde. Abschöpfung, ich bringe Geld zur Kasse. Und Auszahlung, zum Beispiel Porto. Ich wähle jetzt einmal die Auszahlung, um es in diesem Fall nur zu zeigen. Schreibe als Beschreibung einmal hinein Porto. Das ist die Kassenlade, den Betrag. Ich möchte 22 Euro als Porto. Und gebe einfach mal irgendein Gegenkonto ein. So, das ist die Zeile. Die möchte ich jetzt mit F9 durchbuchen. Ich drücke F9. Wollen Sie die Buchblattzeilen buchen? Ich sage ja.
Und dann geht wieder die Wechselgeldberechnung auf, weil ich muss ja 22 Euro entnehmen. Ich lasse das so stehen, nehme die 22 Euro aus der Kasse heraus, drücke OK und die Buchung hat funktioniert. Gut, das war das Kassebuchblatt. Jetzt möchte ich den eigentlichen Kassenabschluss durchführen. Der Kassenabschluss, ich gehe mal über das Abteilungsmenü, Abteilungen, Verkauf und Außendienst, Barverkauf, periodische Aktivitäten. Ich hatte das vorher schon einmal vorbereitet. Dort sehen Sie, dass Sie die Kasseneröffnung haben, um die erste Anmeldung einmal zu schaffen und als erster Schritt die Kassenzählung. Ich klicke auf Kassenzählung. Ich muss mich wieder in der Kasse anmelden. Ich muss halt legitimiert dafür sein. Und Sie sehen, ich bekomme jetzt das Fenster für die Kassenzählung. Hier oben kann ich jetzt, wenn ich den Barinhalt gezählt habe, über irgendwelche Methoden, ja, einzeln zählen oder über ein Zählbrett oder wie auch immer, kann ich es direkt eintragen. Ich kann mir aber auch eine Zählhilfe aufklappen. Sie sehen, hier kann ich quasi die Menge eintragen an Münzen und an Scheinen, die ich vorfinde und damit eben genau zu der Summe kommen. Gut, ich nehme das jetzt mal nicht, sondern trage das hier oben direkt ein. Ich habe es auch kein großes Buch geführt, aber ich hatte 100 Euro Wechselgeld. 66 Euro habe ich eingebucht, 22 Euro wieder ausgebucht. Dann müssten ungefähr 144 Euro drin sein. Es geht mir ja auch darum zu zeigen, wie die Differenz nachher weggebucht wird. Okay, ich schreibe hinein, 144 Euro. Das ist das, was ich gezählt habe. Nehmen wir mal einen Kommabetrag, denn so genau ist es nie. Gut, das soll es sein. Ich sage okay und es geht ein Kassenzählbericht auf. Der wird gedruckt, der wird immer gedruckt und Sie sehen, in diesem Kassenzählbericht steht eben drin, welcher Betrag von Ihnen gezählt worden ist, ja? Und hier unten und welche Kasseneröffnung da war, welche Auszahlung über das Kassenbuchblatt oder auch Einzahlung oder auch Abschöpfung getätigt wurden. Und unten drunter im unteren Teil finden Sie eine Statistik, ja, welche Barverkäufe, welche anonymen Barverkäufe, also das Barverkaufskonto oder personalisierten Barverkäufe, ganz normale Kunden, die eben nicht über Rechnung bezahlen dann, sondern bar bezahlen. Welche Gutschriften eben ausgegeben wurden und so weiter. Ja, hier unten sehen Sie noch einmal die Statistik. Gut, damit ist die Kasse gezählt. In diesem Zustand können Sie nichts weiter tun. Sie können nicht hineinbuchen und nichts weiter tun. Sie müssen die Kasse jetzt abschließen. Ich klicke dafür auf Kassenabschluss. Sie sehen, ich bekomme jetzt eine Liste aller eröffneten Kassen. Es könnte ja sein, dass in Ihrem Unternehmen mehrere Kassen geöffnet sind. Hier ist es nur eine, deshalb ist es für mich leicht. Ich markiere die eine Kasse, klicke auf Kassenabschluss. Die Frage noch einmal, ob ich das wirklich möchte. Ja, ich möchte. Und Sie sehen, hier kommt die Meldung, die ich auch sehen wollte. Die Kassenleiter hat eine Differenz von 12 Cent. Wollen Sie die Differenz auf das Konto 1600, vom Konto 1600 auf das Konto 1630 buchen, auf das Differenzkonto für diese Kassenlade K1? Ja, das möchte ich. Und damit wurde die Kassenlade geschlossen und die Differenz verbucht. So, jetzt ist die Kasse abgeschlossen. Wenn ich einen nächsten Barverkauf durchführe, fragt er mich während des Barverkaufs nach dem Wechselgeld. Ich kann es allerdings vorbereiten, damit das nicht beim ersten Barverkauf erscheint, denn wer weiß, wer den ersten Barverkauf macht und gar nicht weiß, wie viel Wechselgeld hineingelegt wurde. Deshalb gehe ich sofort zur Kasseneröffnung, legitimiere mich wieder und gebe als Eröffnung wieder 100 Euro ein und Sie sehen, auch für diese Kasseneröffnung wird ein Beleg gedruckt, den ich mir abhefte, um nachher beim Kassenabschluss alle Belege zusammen zu haben. Das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für Sie bei Ihrer Arbeit mit GEWIS ERP. Sollten Sie noch Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv@gws.ms
oder schreiben Sie uns einen Kommentar. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal, indem Sie auf den Schalter Abonnieren klicken. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis demnächst.